Hallo Freunde, guten Tag, hier ist Olala und Solala und zwar mit einem sehr wichtigen Video zu unserer momentanen Situation. Ich hoffe, dass euch dieses Video bei guter Gesundheit erreicht und auch zu Hause. Ich bin auch zu Hause und das ist auch das Vernünftigste, was wir im Moment eigentlich tun können. Zudem können wir natürlich trotz alledem noch einige Hygienemaßnahmen verbessern und dazu möchte ich euch heute ganz viele wichtige Tipps geben. Vorab, dieses Video ist wirklich wichtig, also seid so lieb, schaut es von vorne bis hinten und teilt es mit euren Freunden. Denn ich finde, dass viele dieser Themen, die ich hier heute anspreche, nicht ausführlich genug und auch nicht mit genug Hintergrundinformation in den Medien kommuniziert werden. Fangen wir an mit dem Desinfektionsmittel, das vielerorts vergriffen ist und das auch in Kliniken wirklich gebraucht wird. Das ganze Personal dort muss dieses Desinfektionsmittel haben. Deshalb ist es zum Beispiel eine gute Möglichkeit, dass wir uns zu Hause unser Desinfektionsmittel in einer wirklich wahnsinnig guten Qualität und einer hohen Wirksamkeit selber machen. Es ist trotzdem völlig d'accord mit den Grundlagen der Welthelfsorganisation, der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation. Das werde ich euch gleich genau erklären. Was macht Desinfektionsmittel? Es befreit uns natürlich von Bakterien und Viren. Und es muss alkoholhaltig sein, weil Alkohol ist letztendlich ein ganz tolles Material. Alkohol kann konservieren, Alkohol kann sterilisieren, Alkohol kann eben auch Fett auflösen. Es ist so, dass in den gekauften Desinfektionsmitteln allerdings eigentlich immer, also fast immer sage ich es so, vergällter Alkohol verwendet wird. Das ist aus verschiedenen Gründen so, ganz genau kann ich es nicht nachvollziehen, warum. Ich nehme an, dass es einfach für den Hersteller preiswerter ist, denn der eigentlich zum Verzehr geeignete Alkohol wird dort vergällt mit verschiedenen chemischen Prozessen, damit er nicht mehr genießbar ist und deshalb entfällt darauf auch keine Alkoholsteuer. Ich verwende, und das habe ich euch auch schon mal beschrieben in meinem Buch, auch für meine eigene Kosmetik zur Herstellung, immer 96,5%igen Weingeist. Der ist nicht vergällt. Noch einmal ganz kurz dazu erklärt, bevor wir anfangen, das Desinfektionsmittel ist wirklich sehr wirkungsvoll und sehr einfach herzustellen und es ist ganz, ganz angenehm für unsere Haut. Es geht ja darum, und deshalb ist es auch immer in der Diskussion und dazu gibt es auch viele wissenschaftliche Studien, dass Alkohol in Kosmetikern oder eben auch in Desinfektionsmitteln verschiedene Reaktionen in unserem Körper hervorrufen können, wie zum Beispiel Allergien, wie aber zum Beispiel auch Zuckerkrankheit oder eben auch Unfruchtbarkeit. Und deshalb ist das schon sehr lange so in der Diskussion. Wenn wir jetzt also in dieser Zeit wirklich viel Desinfektionsmittel benutzen müssen, dann sollten wir darauf achten, dass wir es für uns, unsere Lieben, unsere Kinder in einer so guten Qualität haben, dass es uns nicht nachhaltig schädigt. Also, dieser nicht vergällte Alkohol, Weingeist, 96,5%. Ich verlinke euch alle Sachen in der Infobox, wenn ihr es nachmachen möchtet. Es ist wirklich sehr einfach. Wird jetzt einfach gemischt mit Glycerin. Glycerin, ich habe hier ein pflanzliches, veganes Glycerin, ist ein ganz, ganz toller Stoff, der die Möglichkeit hat, Feuchtigkeit zu ziehen. Es ist auch ein körpereigener Stoff. Und das macht es natürlich so, dass wir das Desinfektionsmittel auch sehr gut verbreiten können und dass unsere Hände nicht zu schnell austrocknen. Denn wenn wir jetzt viel davon benutzen, dann schädigen wir natürlich auch auf Dauer unser Mikrobiom, denn das lebt ja auch von Bakterien und von Viren. Und wir wollen ja nicht nach dieser Krise, nach dieser Situation im Prinzip kranker sein als vorher. Also ihr Lieben, fangen wir mit unserem allerersten Tipp an. Ich nehme jetzt hier mein 96,5 unvergällten Weingeist und davon nehme ich mir jetzt 90 Milliliter. Das ist eigentlich eine recht einfache Rechnung, die ich jetzt für euch habe. Ich möchte euch hierzu noch einmal sagen, das Rezept der Weltgesundheitsorganisation besagt, dass ein wirklich gutes Desinfektionsmittel mindestens 80% an Alkohol haben sollte, damit es auch wirkungsvoll ist. Hierzu muss ich euch noch mal ganz kurz etwas Wichtiges sagen. Es gibt Videos unterwegs im Netz, die sind zwar gut gemeint, aber ich sag's mal, die sind Humbug. Sich aus Wodka aus dem Supermarkt gekauft mit 42% und ein bisschen Aloe Vera Saft ein eigenes Desinfektionsmittel zu machen, ist ganz nett gemeint, hat aber in dieser Situation wirklich überhaupt nichts zu suchen. Es gibt hier zwei Faktoren, die wichtig zu verstehen sind. Das eine,
ist der alkoholische Prozentanteil des Alkohols, den ihr habt. Also der ist 42% oder 96,5% oder 80%. Zum anderen geht es aber um die prozentuale Gesamtmenge des Desinfektionsmittels und des Anteils an Alkohol da drin. Und der sollte mindestens 80% sein, wenn nicht sogar 90%. Deshalb haben wir hier jetzt also 90 Milliliter und dazu mache ich jetzt 10 Milliliter von meinem Glycerin. Und dann haben wir hier sogar ein 90-prozentiges, wirklich gutes Desinfektionsmittel. Und das tue ich jetzt einfach zusammen. Damit haben wir ein bisschen Pflege. Glycerin, wie gesagt, ist ein körpereigener Stoff letztendlich und er hat die Möglichkeit, Feuchtigkeit zu speichern. Hierzu möchte ich euch aber auch nochmal sagen, weil Glycerin ist ja auch oftmals in der Diskussion, dass es austrocknet. Das ist letztendlich auch so. Wären wir jetzt in subtropischen Gegenden, dann würde das Glycerin, das wir uns auf unsere Haut tun, auch die Feuchtigkeit von außen ziehen und wir wären mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Da wir aber im Moment zu Hause sitzen und zumeist bei trockener Heizungsluft, ist es so, dass Glycerin dann genau kontraproduktiv arbeitet, nämlich wirklich austrocknet. Das heißt, wenn ihr dann Handcremes benutzt, die einen hohen Glycerinanteil haben, dann kann es durchaus sein, dass ihr ständig schmieren müsst, weil eigentlich eure Haut austrocknet. Das aber nur noch mal zur Nebeninformation, deshalb diese guten Produkte. So, ihr Lieben, hier seht ihr es. Wunderbar aufgelöst. Das ist unser Desinfektionsmittel von größter Wirksamkeit und von feinster Qualität. Für euch, für eure Lieben, für eure Kinder. Das ist sehr, sehr wichtig, damit eure Haut und auch euer Körper und letztendlich auch euer Immunsystem durch diese Phase nicht weiterhin wirklich sehr, sehr doll geschädigt werden. In so eine kleine Flasche könnt ihr das abfüllen, auftragen. Es hat einen viel milderen, viel feineren Geruch als den, den ihr von diesen strengen, fertigen Desinfektionsmitteln kennt. Das ist eben, weil es ein unvergällter Alkohol ist. Es zieht wahnsinnig schnell ein. Und es tut seine Wirkung. Also, das war mein ganz, ganz wichtiger Tipp an alle, Nummer 1. Dann möchte ich ganz gerne mit euch weitergehen. Selbstverständlich, Desinfektionsmittel, und das möchte ich euch auch noch einmal sagen, ersetzt nicht das Händewaschen. Wir werden auch gleich zusammen Hände waschen. Ich will euch noch mal zeigen, wie ich das mache und wie es wirklich gezeigt werden sollte. Es ist ja in dieser dramatischen Zeit so, dass zwar in unseren Nachrichten ständig über Toilettenpapier berichtet wird, aber niemand wirklich zeigt, Freunde, so waschen wir uns die Hände richtig. Deshalb übernehme ich diese Sache jetzt heute einfach. Ich gehe aber außerhalb vom Händewaschen noch etwas weiter mit Hygienemaßnahmen. Es ist so, dass sich dieses Virus, dem wir gerade ausgeliefert sind, als Tröpfcheninfektion verbreitet. Deshalb gibt es ja Mundschutz und so weiter und so fort. Wenn ihr allerdings draußen seid, wenn ihr zum Beispiel doch irgendwie in der U-Bahn oder irgendwo unterwegs seid, wo ihr mit Leuten in Kontakt kommt und dann kommt ihr nach Hause, dann denkt bitte daran, dass diese Tröpfchen auch in euren Haaren sein können. Also, es wird empfohlen, auch die Haare zu waschen. Bei den Haaren geht es natürlich um die Kopfhaare, aber es geht auch um die Haare hier. Was nutzt mir hier der Mundschutz, wenn hier zum Beispiel, ich bin jetzt kein Bartpflegeexperte, aber viele Haare sind, in denen die Viren auch erstmal ganz gut zurechtkommen. Das heißt, regelmäßiges Haare waschen, sowohl Bart als auch Kopfhaare. Und auch wenn wir jetzt gerade viel zu Hause sind und nur ab und zu mal rausgehen und denken, ach, wir verschlumpfen jetzt so ein bisschen, haltet bitte diese Hygienemaßnahmen ein. Wechselt und wascht auch bitte eure Kleidung. Es ist ja so, dass dieses Virus erst nach einer Weile, vielleicht durch die Hände, vielleicht durch den Bart, vielleicht durch einen anderen Gegenstand in euren Mundraum kommen und dann ja eigentlich erst den weiteren Verlauf für die eventuelle Infektion, in welchem Grad auch immer, antreten. Deshalb können wir da noch einige ganz gute Sachen machen. So, und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie ich meine Hände wasche und deshalb nehme ich euch jetzt schnell mit. Gut, also Seife. Hände nass machen, Seife ein bisschen verteilen.
Jetzt. Es geht darum, auch unter den Fingernägeln zu reinigen. Ja. Dann geht es darum, auch außen zu reinigen. Dann geht es darum, auch den Daumen zu reinigen. Und dann geht es auch noch darum, das Handgelenk zu reinigen. Das sind meiner Meinung nach richtig sauber gewaschene Hände. So Freunde, das war meine Sonderdesinfektionssendung zu dem Corona-Thema, zu dem Virus. Ich hoffe, dass ihr diese Maßnahmen umsetzen könnt, dass sie für euch auch logisch sind und dass ich euch damit ein paar Punkte geben konnte und euch in verschiedenen Situationen aufklären konnte. Ich umarme euch virtuell, schicke euch ganz viel Liebe und Freude nach Hause. Ich versuche auch, euch ein starkes Immunsystem nach Hause zu schicken. Bleibt gesund, lasst uns alle gemeinsam gut durch diese Situation kommen. Und wenn wir jetzt alle zu Hause aufeinander sitzen, versucht, auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist, Konflikten aus dem Weg zu gehen, einander lieb zu haben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bedanke mich fürs Zuschauen und bitte seid so gut und teilt dieses Video und diese Informationen. Ich glaube, dass sie wahnsinnig wichtig in unserer heutigen Zeit sind. Ganz viel Liebe für euch von mir. Tschüss, eure Andrea. Wer zu Hause ist, schreibt mir in die Kommentare einfach den Hashtag Stay Home. Dankeschön, tschüss.